Alfs Tafelspitz mit gleichzeitig bereitgestellter Schnittlauchsoße und Cremespinat, die findet ihr aber dann in einem anderen Video von mir. Sind 1 Kilo Rindsknochen oder 1 Kilo Rindermarkknochen, 1,5 Kilo Tafelspitz. Ich habe da hier einen sehr kleinen Tafelspitz. Der Name vom Tafelspitz kommt von der Spitze. Wichtig dabei ist, dass er wirklich den vorderen Spitzenteil beim Fleischhauer kauft und nicht den hinteren Teil. Das ist nämlich das Tafelstück und das ist viel härter dann beim Essen und beim Kochen. Und der Tafelspitz ist ganz fein und weich. Circa 400 bis 500 Gramm Zwiebel, einen großen Bund Wurzelleib mit Karotten, gelbe Rüben und Sellerie, ein Kaffeelöffel Pfefferkörner, ein Kaffeelöffel Wacholderbeeren, etwas Salz und Öl zum Anbraten der Zwiebel. Zwiebel wird nicht geschält, sondern nur halbiert und in der Pfanne mit etwas Öl, wirklich schwarz, angebraten. In der Zwischenzeit hat in einem großen Topf das Wasser zum Kochen begonnen. In dem kochenden Wasser überkoche ich kurz einmal die Knochen, circa 2 Minuten köcheln lassen. Jetzt ist Zeit zum Schälen des Gemüses. Ich schäle die Karotten, gelbe Rüben und die Sellerie bzw. die Petersilienwurzel. Die Knochen sind jetzt kurz 2 Minuten überkocht. Ich säe sie in ein Sieb ab. Schwenke den Topf aus, dasselbe mache ich ebenfalls mit den Knochen, die werden kurz abgeschwemmt. Jetzt komme ich die Knochen wieder zurück in den Topf und fülle diesen Topf mit kaltem Wasser an. Die Zwiebeln haben noch nicht genug Farbe. Wurzelgemüsenschäler koche ich im Übrigen auch mit in der Suppe. In der Zwischenzeit sind die Zwiebeln auch dunkel genug gebraten. Die Knochen lasse ich jetzt so circa 30 Minuten dahin köcheln. Jetzt kann ich auch schon den Tafelspitz einlegen und den überschüssigen Schaum abschöpfen. Fachausdruck dafür wäre degressieren. Nach einer Stunde Kochzeit kommt das Gemüse, die Schäler und die Gewürze, sprich Pfeffer und Wacholderbeeren, zur Suppe. Jetzt muss der Tafelspitz nur noch weich kochen. Das wird circa eine weitere Stunde dauern. Echt gekochten Tafelspitz aus der Suppe nehmen und in einer Schüssel mit Eiswasser abschrecken. Kurz überkühlen lassen. Suppe mit Salz abschmecken und danach abseihen. Jetzt der Tafelspitz von der Spitze beginnend schräg aufschneiden. In einer Pfanne mit Suppe wieder heiß machen. Anrichten tue ich den Tafelspitz heute klassisch. Fleisch mit etwas Suppe auf einem großen Teller. Die Beilagen
in diesem Fall Cremespinat, Röstkartoffel und Schnittlauchsauce in extra Schüsseln daneben. Die Beilagen findet ihr in gleichzeitig bereitgestellten anderen Videos. An dieser Stelle kann ich nur noch sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen.